Das Thema bei Sandra Maischberger. Das Brexit-Drama, kann das Chaos noch verhindert werden? Es wird nicht schön. Das Volk kann es überhaupt nicht mehr hören, hier wie dort, ob jetzt EU oder Großbritannien. Die sagen sich, was ist das für ein Narrenkäfig? Und es führt nur zu einem Politikverdrossenheit und zu einer politischen Krise, die wir jetzt haben. Die wollen mit uns Fußball spielen, wollen aber eigene Regeln bestimmen, dass sie auch die Hand benutzen dürfen oder was für sie als Abseits nicht gilt. Es wird kein Chaos entstehen, aber es werden Einschnitte in das Leben der Menschen geschehen, ohne dass man überhaupt die wirtschaftliche Komponente einbeziehen muss. Und hier bleibt nicht viel Zeit. Die EU trägt eine Mitschuld dergestalt, dass sie natürlich versucht, den Briten den Ausstieg so unangenehm wie nur möglich zu gestalten. Hauptschuld hat Theresa May. Das muss anerkannt werden. Und die Frage ist doch, was hätten die Europäer anderes machen sollen? Man sah im Unterhaus, wie sie da saß. Wie ein Vogel mit zwei gebrochenen Flügeln saß sie da. Nein, es ist auch nicht mehr unterhaltsam, weil es nicht vorangeht, weil aus der ganzen Sache kein Drama ist. Es begann vielleicht als Shakespeare, jetzt sind wir bei Agatha Christie, aber so langsam komme ich mir vor wie bei Monty Python.